Was? Ach du Scheiße. Passt, ich würde sagen, ab ins Lager. Mo wenn, dann den schon, machen wir das fertig, oder? Oder machen wir, nein, 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 nein. Es gab ja noch die eine andere. Ja, genau, es gab ja noch die eine Mission mit Mitch. Fix, die gehen wir an. Die gehen wir an. Die mit Mitch will ich unbedingt machen. Oder im Endeffekt die 1500 Euro, die pisse ich. Das geht auch, Junge, das geht auch. Ach du Scheiße. Oh. Eine Beerdigung oder was? Eieiei, Scheiße. Hey Mitch, alles klar? Na, sowas von. Nächstes Gewinnspiel. Nächstes So Gewinnspiel, viele sind tot. Bruder. Viele Ich von komme bei ihnen deiner waren Schule gute vorbei. Freunde. Weißt du, wie es ist, seinen besten Freund zu verlieren? Er hieß Jackie. Ah, steht, dass er wieder vorkommt. Wie alle hier in Night City. Naja, ist ja auch egal. Hilf mir mal kurz. Wobei? Muss noch was regeln. Eine Art letzter Abschied. Will's aber nicht alleine machen. Das Einzige, was mich so dermaßen an Cyberpunk bis jetzt gestört hätte, so vom Allgemeinen her ist, die Geschichte mit Jackie Wells. Du lernst einen extrem gut gemachten Charakter kennen. Wirklich. Bombencharakter und dann lässt du ihn quasi schon in den ersten 3-4 Stunden sterben. Das tut weh. Das tut meiner Meinung nach extrem weh. Ich finde es echt schade, dass sie dieses Potenzial viel zu früh sterben lassen haben. Echt schade. Echt, echt schade. Geht gerade nicht. Dann mach erstmal deinen Scheiß. Nee, Naruto Game ist es auch nicht. Ja, man denkt gleich immer so Anime-mäßig. Bruder hat ein One Piece-Tattoo am Start und alles drum und dran. Nee, 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 nicht einmal ansatzweise Anime. Ich muss ja auch quasi sagen, so Anime-Manga-Games sind eher mehr so semi-gut. Eher so. Das Einzige, was ich halt richtig cool finde, ist halt einfach Naruto Storm. Das ist halt eine richtig gute Spielereihe. Und One Piece Pirates Warriors, das ist auch noch extrem geil, ist aber meiner Meinung nach teilweise immer schlechter und schlechter geworden. Also gut schlecht noch immer. Also es ist trotzdem noch ein geiles Game, nur ich fand den ersten Teil richtig, richtig geil, weil der hat noch ein bisschen was Besonderes gehabt mit Quicktime Events und alles drum und dran. Das habe ich geliebt, das habe ich geliebt. Und dann haben sie sich gedacht, okay, passt, jetzt machen sie so ein Level-System. Und dann haben sie es noch ein bisschen mehr wischiwaschi gemacht. Ich habe zwar trotzdem Platin gemacht beim vierten Teil, es hat mir auch relativ gut gefallen. Auch mit Gear 4 und das Ganze, aber trotzdem eher so. Nicht so, Leimans. Okay, bin dabei. Na dann los. Oh, schön. Du kannst doch fahren. Bruder, kannst du lange warten auf den Code. Digga, vielleicht in einem Jahr wird's aufgelöst. Und wo geht's hin? Ach, leck mich doch am Arsch, Alter. Was die ganzen YouTuber und Streamer und Content Creator für Scheiße gebaut haben, ist ja echt der größte Frechheit. Digga, verdient 20, 30.000 im Monat oder kann und ist gierig wegen 25 Euro Gutschein. Digga. Alter. Puh, auf diese Scheißgesellschaft. Jetzt gehört er mir. Daneben steht mein altes Baby. Geile Karren. Alle beide. Jo. Braucht man auch, um hier draußen zu überleben. Ich nehme Scorpions wahr. Ich kann dir wieder einen Tipp geben. Du kannst ja eigentlich quasi auf YouTube nachschauen. Du kannst auf YouTube nachschauen, was mein Lieblingsgame ist. Im Ernst, Alter. Jetzt sucht er wieder von A bis Z. Jetzt sucht er von A bis Z, Brudi, was ist das Lieblingsgame? Was ist das Lieblingsgame? Warum nehmen wir beide Autos? Weil wir beide brauchen werden. Scheiße. Du bist so nützlich wie eine Datenterminal-Hotline. Wirst schon sehen. Fahrzeug würde ich aber auch gerne nehmen, gell? Okay. Frag nur für einen Freund. Los geht's. Hab ich doch erst. Ah, geil. Oh, da fahr ich. Okay. Steppert. Mitch, hörst du mich? Steppert, das ist ein ja, Wahnsinniger. Wir fahren
30 Minuten, Junge! Wie kannst du jetzt eigentlich wieder Fortnite zocken? Was du es vorher gemeint hast? Weil heute zum Mittag irgendwie noch immer die Server down waren. Kannst du eigentlich jetzt schon mittlerweile zocken? Das ist aber ein gutes Fahrzeug. Finde ich irgendwie. Wind in den Haaren. Geil. Für die Weightlines und das Ganze ist es relativ geschmeidig. Rutscht nicht so viel. Bin kein Fan von Trauerfeiern. Du und der Tod passt nicht zusammen. Oh, er rutscht aber schon auf. Ja, muss man auch ein bisschen aufpassen. Es kommt vielleicht auf die Geschwindigkeit an, um wie es fährst. Und dich auch nicht, dir das Teil in deine Birne reinzustecken. Ui. Ui. Ja, weil es nicht die Old G-Map ist oder was? Oder weil du dich noch nicht so ganz so gut auskennst damit? Das ist halt wieder die Frage. Was für ein braver Pfadfinder du doch bist. Einfach blind gehorchen. Irgendwas für Scorpion. Sein letzter Wunsch oder so. Reicht das an Info? Spannend. Wird nie langweilig mit dir. Sicher jetzt aber lieber mal das Radio ausstellen. Mir riecht schon den Bann von YouTube. Keine Geld, Brudi, keine Geld. Step, oder du weißt nicht, was mit dem Controller los ist, aber ich muss ordentlich jetzt einen Druck, Alter. Bist du deppert? Was haben die da gemacht? Brudi? Ich bin der Safe nicht um, bist deppert. Woody, was hast du vor? Ach du Scheiße. Was soll der Scheiß, Mitch? Entspann dich mal. Scorpion wollte das. Er wollte, dass du ihn wie einen Ersatzreifen in den Kofferraum stopfst? Nein. Hier rausgebracht werden. Und mit einem lauten Knall gehen. Wir setzen ihn ans Steuer. Zünden die Karre an und dann fliegt er die Klippe runter. Nein, mal ansatzweise, Bruder. Nee, ich hasse. Also nicht Fortnite hassen, sondern ich hasse Battle Royales. Ich kann überhaupt nichts damit anfangen. Ich mag sowas überhaupt nicht. Saul wird durchdrehen. Eine geile Karre hochzujagen? Totale Verschwendung. Ich sag ihm, es war ein Unfall. Hol doch mal den Kanister. Nee, auch nicht. Sagen wir es mal so. Geh auf YouTube und schau einmal mal nach, was das allererste Video sein könnte. Hab ihn. Puh, Alter. Puh, Much, Brudi, Much Game. Drauf geschissen. Scorpion, da kratzen wir lieber die Augen aus. Wir sollten uns beeilen. In ein, zwei Stunden bläht's ihn auf wie ein Luftballon. Also, wie sieht's aus? Legen wir los? Muss aber dazu sagen, und das wissen vielleicht nicht viele, das Lustige war, dass ich damals zum Release Fortnite gespielt habe. Und das wissen aber gar nicht so viele. Aber damals ist es eigentlich rausgekommen als ein Zombie-Game. Ja, genau. Der Last of Us, genau. Sehr gut, Junge. Sehr gut. Damals habe ich es doch gezockt gehabt, wie es noch ein Zombie-Game war. Und da habe ich mir gedacht gehabt, so, okay. Was ist daran so besonders? Dann hat das Spiel einen urheftigen Absturz gehabt und dann ist es quasi irgendwann einmal zu einem Battle Royale geworden, weil PUBG ja so berühmt und beliebt geworden ist. Und dann haben sie es dann natürlich geändert und jetzt ist halt natürlich Fortnite, wie es ist. Aber das hat sich mein bester Freund nun mal gewünscht. Und ich werde alles tun, um ihm diesen Wunsch zu erfüllen. Mit oder ohne deine Hilfe. Dann mal los. Yeah, Baby. Da steckt schon ein Lappen im Kanister. Du zündest ihn an, ich schiebe. Erst nächste Woche wieder, Budi. Erst nächste Woche wieder. Du siehst, man hat eigentlich ja im Prinzip insgesamt 4 Chancen. 4 Chancen zu gewinnen. Also, Budi, streng dich an, Digi. Streng dich an.
Ich habe schon ungefähr die nächste Frage für die nächste Woche. Brennt. Bin schon ungefähr. Schnell, lauf, Uli, lauf. Bin schon gespannt. Folge Mitch. Er steht noch immer da. Ich nicht. Sechs Leute? Irgendwas habe ich noch vorher kurz gesehen gehabt. Sechs Leute oder irgendwas im Prinzip. Wie nett. Ich habe aber auch keine Ankündigung oder sowas gemacht. Damit es meiner Meinung nach auch ein bisschen fair ist. Wie jeder hat gewusst gehabt, so der was reingeschnuppert hat in den Stream, Sonntagabend, Saschka-Zeit. Da hat jeder gewusst gehabt, okay, passt, ich soll irgendwann einmal Sonntag am Abend kurz einmal reinschauen und vielleicht hat man ja einen Klick im Prinzip. Na klar, klar, let's go. Auf so einen Abgang trinke ich. Brauchen wir Schluckerl. Okay. Trockene Gele. Ja. Ganz trocken, ganz trocken, Pulli. Geil, so ein kaltes Bierchen. Stimmt. Auf der Karte wäre... Warte kurz. Warte kurz. Finanzen.de muss ich nachschauen. Nein. Udi, nee. Ich schau noch ganz kurz, gesagt, ob ich es auch so kaufen kann, wie ich es möchte. Hab ich nie gefragt. Vielleicht sein Sternzeichen? Entweder das oder er hat einen großen Stachel. Skorpion, du alter Bastard. Ich werde dich vermissen. Nicht, dass ich dann was sage und ich kann's nicht einhalten. Mitch, warum ich? Warum sollte ausgerechnet ich dir helfen? Du sahst blöd genug aus. Im Ernst? Keine Ahnung. Irgendwie verdanke ich's ja auch dir. Okay, es sollte funktionieren. 25-Euro-Gutschein. 25-Euro-Gutschein sollte dabei sein. Moment gekreuzt. Aber verdammt. Genau der Richtige. Pass mal auf. Ich will, dass du das hier annimmst. Seinen kleinen Glücksbringer. Hier, nimm. Eine kleine Actionfigur. Ja, saugeil, Gewehr da. Was ist das? Keine Ahnung. Rey Mysterio, Bruder. Skorpion hat das halt immer dabei gehabt. Kein Plan, warum. Hör mal. Ich bleib noch ein bisschen hier, okay? Gedanken sammeln und so. Er macht das. Aber ich hätte jetzt nicht auf der Gachen gesehen gehabt, ob das jetzt für beides gilt, für Österreich und Deutschland. Also da bin ich jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Oh. Danke nochmal. Ungefähr, ja. Ich muss sagen, hätte auch ein bisschen früher, hätte auch ein bisschen später sein können, sage ich jetzt einmal in dem Dreh herum. Aber man kriegt eh auch eine Benachrichtigung und alles. Im Prinzip. Die... Auf Deppert gesagt, die 5 Minuten kann sich, glaube ich, jeder nehmen oder die 10 Minuten. Bis man vielleicht auf so etwas draufkommen könnte oder ungefähr mit anderen Zuschauern natürlich. Der eine hat vielleicht sogar schon einen ungefähren Tipp und der andere dann wieder der Nächste und dann wieder der Nächste. Also dementsprechend. Man sollte normalerweise schon irgendwie auch ein bisschen draufkommen, wenn man mir zuschaut. Das definitiv. Perfekt, vor meiner Fresse geparkt. Hauptsache nicht auf mir. Das ist wichtiger. Das ist wichtiger. Aber ungefähr jedes Mal wird es geben, wenn möglich, 25-Euro Gutschein. Kann auch sein, dass es dann einmal ein 20er oder ein 30er sein könnte, weil es halt einfach gutscheintechnisch nicht funktioniert. Aber ich habe mir gedacht, 25 € ist eine schöne Zahl. Da kann man sich was Gutes drum kaufen. Vielleicht sogar ein bisschen mehr, vielleicht sogar ein bisschen weniger. Aber ich glaube, das ist eine schöne Zahl, finde ich. Ich glaube, das ist... Echt eine schöne Zahl, finde ich, meiner Meinung nach. Schauen wir mal da kurz vorbei. Ich glaube, wir sollten einfach vielleicht einmal nur ganz kurz abwarten, einmal kurz schlafen gehen. Weil vielleicht kann es dann sein, dass wir dann vielleicht eine Benachrichtigung oder sonst was von ihr kriegen. Okay. Echt schade, wenn du keine Benachrichtigung kriegst. Also normalerweise sollte jeder halt natürlich eine Benachrichtigung kriegen, ist eh klar. Aber na gut. Muss nur sagen, habe ich irgendwas verpasst? Passt, Digi, ciao, ciao. Schönen Abend noch, gell? Und wir sehen sich.
Aber ist schade, wenn man halt keine Benachrichtigung kriegt hat, aber noch gut. Ich werde das jetzt noch einmal versuchen mit abwarten. Schauen wir. Vielleicht kriege ich dann irgendwas. Das wär's. Oder vielleicht muss ich ein bisschen unterwegs sein. Das kann auch wieder möglich sein. Dass ich erst, wenn ich ein bisschen unterwegs bin, dann hast du wieder... Kommst du vorbeikommen? Ja, fick dich. Gibt's wenigstens irgendwas in der Nähe?